Und herzlich willkommen zu einem ganz neuen Let's Play von mir. Leute, ich freue mich so sehr. Ich habe jetzt ziemlich lange an diesem Let's Play geplant und mir überlegt, was ich machen möchte. Und ich weiß auch noch nicht ganz genau, wo dieses Let's Play hinführen wird. Es wird auch kein mega langes Let's Play werden. Also so plane ich es zumindest. Es ist natürlich... Es kommt auf eure Meinung an, was ihr davon haltet. Aber ja, für mich ist es jetzt erstmal so vielleicht so eine 20-Part-Serie geworden. Dass ich mir denke, dass wir so 20 Parts machen ungefähr. Naja, auf jeden Fall machen wir eine Art Rags-to-Riches-Challenge. Ich glaube, so werde ich es nennen. Ich erkläre euch aber jetzt alles Weitere. Deswegen sage ich auch eine Art. Ja, aber ich weiß sonst nicht, wie ich es nennen soll. Deswegen sagen wir, es ist eine Rags-to-Riches-Challenge. Und um euch alles genauere erklären zu können, werde ich jetzt mal ins Spiel jumpen, damit ich euch dann die gute Katie vorstellen kann. Denn ich habe mir gedacht, also ich habe euch ja in einem anderen Video gefragt, ob ihr Lust habt, ein kleines Inselleben Let's Play zu sehen. Und dann habe ich mir überlegt, okay, ich möchte aber irgendwie nicht so ein normales Let's Play machen und irgendwie auch halt, wie gesagt, nichts Langes. Klar, eine normale Rags to Riches Challenge sollte ja dann auch länger gehen. Und im Grunde ist es ja auch ähnlich wie die Legacy Challenge, aber passt auf, was ich mir überlegt habe. Ich stelle euch erstmal Katie vor, das ist Katie Owens und sie ist ein Teenager. Sie ist in der Großstadt aufgewachsen und hatte einen sehr reichen Vater und hatte dort alles, was ihr gefällt und durfte kaufen und machen und tun, was ihr gefällt, hat ganz viel Party gemacht, Scheiße gebaut, geklaut. Sie ist leider auch ein bisschen kleptomanisch veranlagt, das erkläre ich euch aber auch gleich noch ein bisschen. Ja, und hat einfach ihr Leben genossen. Ihre Mutter war nie im Bilde, sie wusste nie, wer ihre Mutter ist oder wer ihre Mutter war, woher sie stammt und deswegen hat sie, ja, vielleicht auch ihre Probleme da so ein bisschen in der Feierei ertrunken, sag ich mal. Und ich habe mir ein paar Notizen gemacht, deswegen gucke ich manchmal so hier runter. Und jetzt hat der Vater aber den Geldhahn zugedreht und verhält sich, ja, eben nicht mehr so, wie er sich ein Vater verhalten sollte. Ich meine, er war nie wirklich ein richtiger Vater für sie, weil er eben super viel gearbeitet hat. Dadurch hatte sie eben die ganzen Möglichkeiten, die sie hatte. Aber, ja, jetzt hat er sich gedacht, hör mal, Katie, du bist alt genug, du bekommst jetzt kein Geld mehr von mir. Dann gab es natürlich einen riesen Streit, einen riesen Krach und, ja, dann hat Katie ein bisschen versucht, etwas über ihre Mutter herauszufinden und hat dort bei der Suche dann erfahren, dass sie, die Mutter, aus Sulani stammt. Und deshalb sind wir jetzt hier im wunderschönen Sulani mit Katie. Und ja, hier wird Katie jetzt versuchen, sich ein eigenes Standbein aufzubauen. Sie hat natürlich null Mittel. Sie hat gar nichts von ihrem Vater mitnehmen können, denn er hat sie ja auch mehr oder weniger dann rausgeschmissen, als sie ihn dann damit konfrontiert hat, dass ihre Mutter ja aus Sulani stammt. Weiteres weiß sie nicht über ihre Mutter. Wir können ja versuchen, vielleicht noch sowas in die Story mit einzubinden. Ihr habt da auch immer ganz gute Ideen. Deswegen lasse ich euch da auch noch was offen. Aber das war jetzt so die Grundstory, die ich mir überlegt habe für Katie. Und jetzt versucht Katie eben so ein bisschen mehr über die Herkunft ihrer Mutter und halt dann auch ihre Herkunft herauszufinden. Und was Sulani so alles hergeben kann. Und deshalb ist auch ihr Lebenswunsch, beziehungsweise ihr Bestreben, das Strandleben, dass sie halt einfach so ein bisschen kennenlernt, wie man hier in Sulani lebt, auf Sulani, und was das Inselleben so bestimmt. Und ja, sie muss sich dann natürlich auch erstmal, weiß nicht, zurechtfinden irgendwie. Sie ist ja ein totales Partygirl, ein totales Stadtkind. Ihr seht das ja auch an ihrer Kleidung. Also sie ist halt einfach, ja, eigentlich nicht dafür gemacht, hier mit null Simoleons auf dieser einsamen Insel zu leben. Also das hier ist jetzt ihr Grundstück. Sie hat sich natürlich das Grundstück rausgesucht, wo man sie vielleicht am wenigsten finden kann. Denn sie möchte natürlich nicht, dass ihr Vater irgendwann mal auf die Idee kommt, zu gucken, was sie macht oder was sie tut. Sie möchte jetzt erstmal gar nichts mehr mit ihm zu tun haben. Ich habe ihn übrigens nicht erstellt, also das ist alles Fiktion jetzt gerade hier. Nur damit ihr auch Bescheid wisst. Sorry, meine Stimme kackt gerade richtig ab. Warum jetzt? Und wie ich eben schon sagte, ist Katie auch ein wenig kleptomanisch veranlagt, was natürlich nicht so toll ist. Aber ich glaube, man kann sich seine Gewohnheiten nicht so schnell abgewöhnen. Und sie hat einfach eben immer mit ihren Freundinnen sich einfach das genommen, was sie wollte. Und ja, deswegen müssen wir mal gucken, ob wir das vielleicht irgendwie wegbekommen, das Merkmal. Können wir ja schauen, dass wir dann vielleicht irgendwas hiervon
besser machen, sag ich mal. Zum Beispiel vielleicht Empathie oder Verantwortung. Wenn wir das so ein bisschen in die Höhe treiben, können wir dann sagen, okay, wir machen dann das kleptomanische Merkmal weg. Und dazu ist sie dann noch romantisch. Sie ist ein sehr romantischer Sim. Sie hatte natürlich auch mit einigen Jungs was in ihrer Vergangenheit und hat da eben beim Partyleben dann auch von nichts halt gemacht. Deswegen ist sie natürlich auch ein sehr romantischer Sim. Das ja aber auch was Gutes sein kann. Vielleicht wird sie hier auf Sulani ja auch die große Liebe finden, wer weiß. Und dadurch, dass sie eben hier das Strandleben bestreben hat, hat sie dann noch das Heimvorteil-Merkmal. Und auf dieser Insel, auf der wir hier leben, sorry, dass ich so viel quatsche gerade, aber ich glaube, das ist so immer im ersten Part, gibt es natürlich auch Grundstücksmerkmale. Und das wichtigste Grundstücksmerkmal ist wohl, dass sie abseits des Netzes lebt. Also das heißt, sie hat hier keinen Strom und kein fließendes Wasser. Ich finde das mega cool. Das ist richtig cool für diese Challenge irgendwie. Deswegen muss sie natürlich jetzt hier rausfinden. Achso, ihr seht das jetzt gar nicht, weil meine Facecam da drüber ist, sorry. Aber deswegen muss sie natürlich jetzt herausfinden, wie sie klarkommt. Also abseits des Netzes bedeutet, dieses Grundstück ist nicht an das Strom- oder Sanitärnetz angeschlossen, weshalb auch keine entsprechenden Rechnungen anfallen. Wenn das mal kein natürliches Leben ist, genau. Und deswegen muss Katie jetzt ein bisschen schauen, wie sie damit zurechtkommt. Dann haben wir noch Ozeanparadies. Auf diesem Grundstück kannst du die Vielfalt des Meeres genießen. Es kann inspirierend sein, im Meer zu schwimmen. Hier findest du Delfine und seltene Fische. Was ich mega schön finde. Und hier ist auch eine tolle Akustik. Die Akustik hier ist perfekt. Ein großartiger Ort für Musiker, um ihre Fähigkeiten zu verbessern. Weil ich habe mir so gedacht, es wäre vielleicht ganz cool, wenn Katie zum Beispiel, ich weiß nicht, gibt es eine Gitarre? Habe ich jetzt gar nicht drüber nachgedacht. Doch, es gibt eine Gitarre. Wenn Katie so eine Gitarre hätte und dann einfach die Gitarrenfähigkeit erlernt. Das fände ich eigentlich ganz schön. Und ja, alles Weitere könnt ihr dann auch mitentscheiden. Also alles Weitere lasse ich dann da auch noch ein bisschen offen. Nur, wir werden uns ein bisschen an den Regeln der Rags to Riches Challenge heranhangeln. Ihr könnt mir ja mal schreiben, ob wir das hier wirklich Rags to Riches nennen sollen oder ob ihr vielleicht einen cooleren Namen dafür habt. Weil es ist ja auch keine richtige Runaway Teen Challenge. Wie gesagt, ihr könnt mir da in die Kommentare schreiben, was ihr noch für Ideen habt. Ja, und ich würde sagen, dass Katie jetzt erstmal ein bisschen versuchen muss, an ein bisschen Geld zu kommen, damit sie sich zumindest mal ein Bett oder sowas kaufen kann. Was gut ist, hier drüben, das habe ich schon erspäht, ich lasse sie einfach mal eben angeln, dann kann sie da in der Zeit schon mal ein bisschen angeln. So, was gut ist, dass hier drüben schon mal eine Toilette ist, das heißt, sie kann hier auf Toilette gehen und muss nicht irgendwie, ja, in den Busch pinkeln oder so. Genau. Und ich glaube, wir wohnen hier auch in der Nähe vom Wasser. Ja, da drüben ist der Wasserfall. Und in dem Wasserfall kann man auch duschen gehen. Das ist auch perfekt. Also eigentlich sind wir hier ganz gut gelegen auf dieser Insel hier. Wir sind übrigens in dem... wartet. So. Wir sind im Distrikt... Achtung. Mualpelam. Ich weiß, dass ich das jetzt absolut nicht richtig ausgesprochen habe, aber hey. Vom aktiven Vulkan über den plätschernden Wasserfall bis hin zu den Tiefen der abgelegenen Höhle regiert auf dieser Insel die Natur. Dieser abgeschiedene Teil der Inselkette Sulani ist ideal geeignet, um die Schönheit der Natur zu erkunden. Oder um vor dem Vater zu flüchten. Genau. Ich habe auch schon ein Übersichtsvideo über das Inselleben-Paket-Pack gemacht. Also falls euch das interessiert, falls ihr sehen wollt, was es alles Neues gibt, dann könnt ihr die Videos auch auf jeden Fall mal abchecken. Von wem ist das Boot? Hallo? Hat uns jetzt hier jemand ein Boot geschickt? Dieses Objekt gehört Katie nicht. Ja, das habe ich auch schon herausgefunden. Oh, Katie Owens hat einen neuen Fisch gefangen. Ein Buntbarsch. Zeig mal, was wir jetzt hier im Notizbuch haben, hä? Katie hat 17 Simoleons. Yay. Sehr gut. Hä? Wie öffnet sich denn das Notizbuch? Das habe ich irgendwie noch nie herausgefunden. Ist das jetzt... Ah, da ist das Notizbuch. Angeln. Ah, interessant. Cool, kann ohne Köder gefangen werden. Das ist ja sehr cool. Also, ihr könnt mir da jetzt auch schreiben, was ihr noch so für Fähigkeiten habt, die ihr Katie gerne ja, näher bringen wollt.
Und was auch noch eine super wichtige Sache ist, ob wir sie weiterhin zur Schule gehen lassen sollen. Ich weiß nicht genau, wie das hier ist, und ob es vielleicht auch einen Mod dafür gibt, dass sie nicht mehr zur Schule gehen muss. Aber andererseits finde ich das eigentlich auch ganz cool, damit sie da halt auch noch so ein paar Leute kennenlernt. Und so fällt sie halt vielleicht auch weniger auf, wenn sie nicht zur Schule geht, wenn sie zur Schule geht, als wenn sie nicht zur Schule geht. Weil wenn sie nicht zur Schule geht, dann werden die ganzen Lehrer und so ja darauf aufmerksam, dass irgendwas da nicht stimmt. Deswegen glaube ich, ist es besser, wenn sie tatsächlich noch weiterhin zur Schule gehen wird. Aber das könnt ihr mir auch in die Kommentare schreiben, was ihr davon haltet. Oh Leute, ich freue mich so auf diese Let's Play. Wie gesagt, ich weiß nicht ganz genau, wie lang das gehen wird, ob wir das jetzt hier ewig weitermachen werden. Also, dass es so lang gehen wird wie so eine Legacy-Challenge oder so. Aber es kommt, wie gesagt, ganz drauf an, was ihr da, ja, für das Beste haltet. Und ich habe natürlich auch geplant, deswegen habe ich da eben gesagt, dass sie nicht so viel über ihre Mutter weiß, dass sie vielleicht auch ein bisschen die Wurzeln im Meer hat. Wenn ihr versteht, was ich meine. Aber ja, das könnt ihr auch entscheiden. Anscheinend sind die Fische in dieser Gegend zu clever für Katie. Sie sollte woanders angeln, bis ihr Fähigkeitenlevel hoch genug ist. Oder es mit einem wertvolleren Köder probieren. Okay, sie hat jetzt auf jeden Fall Level 1 der Angelfähigkeit. Wir haben hier ja noch einen anderen Angelspot auf der anderen Seite, glaube ich. Nee, doch nicht. Hä? Ich habe doch gerade hier noch einen Angelspot. Ach nee, das war, glaube ich, unser Briefkasten, den ich gesehen habe. Sie wird natürlich währenddessen auch, während sie hier auf der Insel lebt, ja, versuchen, sich so ein bisschen um die Insel zu kümmern. So ein bisschen die Insel zu säubern. Wir werden jetzt nicht die Umweltschützerkarriere in Angriff nehmen, aber, also zumindest erstmal nicht, weil sie ist ja auch ein Teenager, sie kann das ja noch gar nicht. Nina. Aber ja. Wir können das vielleicht später dann noch machen. Das sieht so schön aus hier. Ich liebe diese Insel wirklich. Ich finde das so toll. Guck mal, jetzt kommt sie hier rüber geschwommen. Na komm. Ihre Lieblingsfarbe ist übrigens schwarz, falls euch das noch nicht aufgefallen ist. Ja, sie trägt sehr viel schwarz. Aber ich glaube, sie genießt echt hier ihr neues Leben auf Sulani. Guck mal, wie glücklich sie ist. Ich glaube, sie ist einfach auch total erleichtert, von ihrem Vater weg zu sein. Weil ich glaube, das hat sie schon ziemlich bedrückt, dass ihr Vater sie da eben so untergebuttert hat. Und ja, sie hatte zwar schon ihre Freiheiten, aber ich glaube, dass das alles nicht so das war, was Katie sich eigentlich gewünscht hat. Und ich plane dann eben auch so ein bisschen über die Zeit dann auch sie so ein bisschen optisch zu verändern. Also beim Klamottenstil und sowas, dass sie sich da auch so ein bisschen mehr an das Inselleben anpasst, weil ihr Stil jetzt ja schon noch so sehr nach Stadtleben aussieht und so. Ja. Ich hoffe, euch gefällt das. Ich hoffe, ihr mögt das, dass ich da mir so eine Story überlegt habe für sie. Schwimm mal ein bisschen schneller, meine Liebe. Ein ganz klein bisschen schneller. So, genau. Und bis jetzt haben wir ja auch noch gar keine Leute gesehen. Ich glaube, hier oben wohnt auch niemand. Meine ich? Ja, genau, da wohnt keiner. Und wir wohnen direkt beim Vulkan. Ich glaube aber, auf unser Grundstück kann der Vulkan nicht ausbrechen. Wohnt hier jemand? Auch nicht. Oh, da hinten sind Menschen. Hallo. Was geht ab in the Club? Alles gut bei euch? Sie kann sich natürlich ja auch mit den Nachbarn und so anfreunden. Das ist kein Problem, weil das hier ist ja ein ganz anderes Leben. Und vielleicht wird sie, wenn sie mit den Nachbarn redet, auch noch ein bisschen mehr so über Sulani erfahren und vielleicht auch ein bisschen über ihre Mutter und ihre Herkunft. Das hier ist der liebe Alika. Und ja, ich finde das aber ziemlich cool hier. Hier steht noch ein Boot, aber das gehört wahrscheinlich ihm dann da, ne? Wie heißt du? Makua? Zeig dich mal. Makua. Oh, cool. Ach, das ist so ein Gangster-Mangster, ne? Cool. Ja, ich würde auch gerne noch so ein paar Townies quasi hier erstellen, also die dann hier. Oh, wir können auch frisch anlocken. Die dann hier noch auf der Insel leben. Oh, cool. Yay! Was ist das für ein Buch? Ach, ihre Hausaufgaben. Lol. Du Intelligenzbestie, Nina. Wir haben übrigens Frühling. Es ist zwar sonnig, aber auch kalt. Also ich hoffe, dass ihr das jetzt nicht zu kühl wird hier. Hat sie jetzt frisch angelockt? Frösche fangen. Oh. Was macht mein Handy? So. Yay, da sind Fröschis. Wir können die auch züchten. Das wäre doch was, oder? Wenn Katie hier die Frösche züchten würde. Kann sie noch. Na.
Katie muss einen Moment warten, bevor sie das noch einmal machen kann. Okay. Da kommt jemand. Who are you? Wer? Wer? Spricht man das so aus? Wer? Kannst du mir bitte sagen, ob man deinen Namen so ausspricht? Und wer trägt Custom Content Haare? I love it. Wer sieht gar nicht schlecht aus, wenn er nicht diese Haare hätte. Sollen wir ihm ganz schnell. Wir geben ihm ganz schnell andere Haare. Und dann gucken wir uns Wer nochmal an. Ich meine, sie ist ein Teenager. Ne? Wir wollen jetzt hier nichts überstürzen und so. Aber wir können uns ja schon mal umgucken. Ne? Und wie gesagt, die Türen stehen uns offen für alles. Also wir haben hier eigentlich keine Grenzen. Die Frisur finde ich ganz cool. Dann machen wir den Bart aber in der gleichen Farbe. Den auch in dunkel. Yay, Wer, so siehst du cool aus. Oder? Vielleicht braucht er aber auch eher so ein... Obwohl, er ist ja nicht so ein mega Strandmensch. Ne? Wir lassen es mal so. Was wollte ich gerade noch sagen? Ja, ihr könnt da auf jeden Fall super viel entscheiden, wo wir mit ihr hingehen sollen. So. Ich habe immer noch nicht den veralteten Mod gefunden, also nicht wundern. Wir werden Wer jetzt einfach mal ansprechen und einfach mal kennenlernen. Sie spielt hier im Wasser, voll wie süß. Wir wollten uns eigentlich bei dir vorstellen. Hey, ich bin Katie. Katie, warum ist er so klein? Oh, ich habe den Slider installiert, vielleicht deswegen. Oh, guck mal, die Manieren gehen direkt hoch. Sehr schön. Lern ihn doch mal ein bisschen kennen. Warum freunden wir uns so schnell mit ihm an? Sind wir irgendwie mit ihm kompatibel oder so? Naja, die zwei verstehen sich auf jeden Fall gut. Er ist ein junger Erwachsener, was ja nicht so viel älter ist als sie. Ja, oh, ich finde sie so schön, wenn ich sie hier unten sehe. Oh Gott. So hübsch. Ich habe sie übrigens nicht komplett selber erstellt. Also ich habe einen Sim aus der Galerie genommen und den dann umgestylt. Aber ich finde sie so schön. Sie hat halt auch ein paar Tattoos. Sie hat hier so ein Underboob-Tattoo und hier so ein Herz auf der Schulter. Oh, da ist der Typ. Den will ich auch noch kennenlernen. Können wir... Hallo, ich möchte mich... Hallo. Hallo. Stopp! Ich möchte mich bei dir vorstellen. Bro. Bleib stehen. Oh, hier sind ziemlich viele Leute, ne? Also ich meine so, im Geheimen könnten wir hier nicht wohnen. Das steht schon mal fest. Lernen ihn doch mal kennen. Oh, er ist verheiratet. Okay. Ups. Aber wir wollten ihn ja auch nur kennenlernen, ne? Wir wollten jetzt hier auch noch nichts überstürzen. Was ist das hier alles? Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Warum sagst du mir jetzt auf Wiedersehen? I don't understand. Oh, er ist ein Kind des Meeres. Wir können ja auch schon hier die erste Sache erfüllen, sozusagen, dass sie braun werden möchte. Ich meine, sie sollte eigentlich ein bisschen Geld verdienen, aber ich meine ein bisschen... Obwohl, wartet mal, wir werden uns jetzt nicht hier direkt braun werden lassen. Wir werden mal erstmal gucken, weil es gibt ja hier auch irgendwie Kokosnusspflanzen, aber... Oh, das ist eine Ananaspflanze, wie cool! Oh, wie geil ist das denn? Die habe ich nämlich noch gar nicht gesehen, als ich das gespielt habe. Als wir im Sims Camp, sage ich schon, auf der EA Play waren. Da habe ich die Pflanzen irgendwie, weiß ich nicht, war so reizüberflutet, dass ich vergessen habe, nach den Pflanzen zu schauen. Da ist die Meerjungfrau aus dem Trailer. Also ich denke mal, dass sie dann auch im Spiel eine echte Meerjungfrau ist. Hier ist eine Höhle, die werden wir auf jeden Fall auch irgendwann noch erkunden. Wir räumen jetzt aber mal eben hier den ganzen Müll weg, weil, wie wir eben gesehen haben, kriegen wir dadurch ein bisschen Geld. Und das ist gut. Geld ist immer sehr gut. Wir können ja auch tauchen, dadurch, beziehungsweise schnorcheln. Dadurch kriegen wir ja auch Geld. Was ist das da? Ach, das ist ein Fisch. Okay. Ich muss mich hier erstmal ein bisschen orientieren, was hier so geht, was hier so nicht geht. Hat sie jetzt da was noch? Yes, hat sie. Sie hat noch was gefunden. Wir können mal gucken, ob wir hier... Nee, da können wir nicht schnorcheln. Dann müssen wir das hier drüben machen. Dann werden wir hier mal eben schnorcheln gehen. Hier gehst du jetzt mal eben schnorcheln. Mit wem kannst du denn zusammen schnorcheln? Oh, mit Wer? Und er ist kokett jetzt, du, oder? Ihm ist irgendwas peinlich. Und dann gehe ich mal ganz kurz aufs Grundstück zurück und gucke mal, was denn das günstigste Bett kosten würde. Okay, wir können uns hier noch gar nichts leisten. Gibt es vielleicht... Wartet mal. Vielleicht... Ich fände es voll cool,
Wenn sie so eine Hängematte hätte oder sowas, wo drin sie schläft. Komfort. Ich würde sagen, das ist ja was für außen. Oh, den Stumpf finde ich auch cool. Oh nein, oh nein, mein App ist auf. Oh nein, oh nein, oh nein. SOS! SOS! Ich habe hier so ein App von Mario an meinem Mikrofon dran. Ich lasse jetzt einfach mal so hängen. Oh nein, jetzt ist es ganz abgegangen. Okay, ich mach's gleich. okay, ich habe so einen Hängestuhl, habe ich aber nicht genug Geld für. Aber eine Hängematte gibt es, glaube ich, nicht. Wir könnten ihr als Bett auch erstmal so eine Liege geben. Aber ich finde eine Hängematte eigentlich voll cool. Ich guck mal, ob ich vielleicht Custom Content dafür finde. Oder wie ne. Nee, das ist auch keine Hängematte. Mano. Gibt es auch nicht, ne? Ich gebe mal eben. Hänge. Matte. Leider nein, leider gar nicht, Nina. Leider nein. Okay, dann, ich weiß nicht, was sie kriegen soll. Ich möchte halt ein Bett haben, was auch irgendwie hier reinpasst, was dann nicht so völlig deplatziert aussieht. Und was nicht so teuer ist. Kann ihr auch ein Hundebett geben. Das wär's doch, oder? Sie schläft einfach auf dem Hundebett. Ja. Na, ich lasse sie jetzt erstmal einfach noch ein bisschen schnorcheln, damit wir noch ein bisschen Geld haben. Und dann gucken wir gleich, was sie dann für ein Bett bekommt. Wir haben jetzt hier den Frosch. Komm, wir verkaufen den jetzt einfach auch. Und züchten können wir immer noch wann anders. Wir brauchen jetzt erstmal ein Bett. Das ist, glaube ich, jetzt erstmal wichtiger, als dass wir die Frösche züchten. Okay, währenddessen gucke ich mich hier noch ein bisschen weiter um. Es gibt hier einfach so coole Orte. Was ist. Ah, das ist unter Wasser. Wow. Kann man. Wow. Warte, wie geht das nochmal? Shift? Nee. Wie geht das denn nochmal? Oh! Wo bin ich denn jetzt gelandet? Ich will hier rein. Ich weiß nicht, wie das geht. Man kann doch irgendwie auch schneller fahren. Naja, ich will aber mal kurz hier reingucken. Warum kann ich jetzt nur noch runtergucken? Ich kann nur noch runtergucken. Okay, das war irgendwie ein Fail. So, sie ist jetzt hier gerade am Schnorcheln und ihr Pebbles guckt raus. Juhu. Cool. Was ist das? Ach, das ist der Schatten von der Boje. Ich dachte schon, das wäre was anderes. Oh, ich dachte, das wäre ein Delphi. Wir werden wahrscheinlich hier auch in unserer Umgebung Delfine sehen, weil wir eben das Merkmal vom Grundstück haben. Also es kann gut sein, dass sie sich hier bei uns besonders wohlfühlen in der Umgebung. Was natürlich mega schön ist. Vielleicht können wir uns auch mit einem Delfin anfreunden und das wäre so großartig. Ich hoffe natürlich, dass sie jetzt hier irgendwas findet. Sie möchte ein Instrument kaufen. Girl, ich glaube, wir haben jetzt erstmal andere Prioritäten. So langsam geht es ihr auch immer ein bisschen schlechter. So langsam merkt sie, oh mein Gott, von Luft und Liebe kann ich auf dieser Insel auf jeden Fall nicht leben. Ja. Oh! Oh mein Gott! Da sind Delfine! Hi, Broskis! Wie mache ich das? Wie kann ich denn jetzt. Hallo! Oh mein Gott! Hat sie jetzt irgendwas gefunden? Nein. Wow. Du sollst nicht nochmal schnorcheln. Du sollst den Delfin rufen. Oh mein Gott. Okay. Ich glaube, die Delfine wollen noch nicht so richtig mit ihr interagieren. Ich finde es jetzt auch ein bisschen zu früh, wenn wir das jetzt schon hätten. Deswegen schwimmen wir jetzt erstmal nach Hause. Was hat die hier? Entspannung im Wasser. Schwimmen ist sehr entspannt und gut gegen Stress. Oh, süß. Pracht des Ozeans. Nur wenige Dinge sind so bewegend, wie vom majestätischen, idyllischen Meer umgeben zu sein. Also, der erste Tag ist für sie auf jeden Fall schon mal ein schöner Tag irgendwie. Ich glaube, sie genießt jetzt erstmal ja ihre Ruhe irgendwo, dass sie so selber Dinge entscheiden kann und machen, tun und machen kann, was sie möchte. Sie wird jetzt erstmal hier rüber auf die Toilette gehen, damit ihre Bedürfnisse ein bisschen befriedigt werden. Und dann, ja, Nina hat mal wieder nicht mitgedacht. Was wird sie essen? Oh mein Gott. Was ist das da für eine Pflanze?
Das ist ein Kokosnussbaum. Cool. Also, wir haben hier auf jeden Fall schon mal einen Kokosnussbaum in der Nähe. Und hier war ja auch irgendwo ein Ananasbaum. Hier ist die Ananaspflanze. Ich denke mal, die müssen noch ein bisschen wachsen, bis wir sie dann abernten können. Aber das wäre auf jeden Fall voll cool, wenn wir den dann, also wenn wir dann unsere kleine Plantage machen könnten. Und jetzt werden wir noch mal kurz ein bisschen angeln gehen. Oh, der Part geht schon wieder viel zu lange. Das tut mir sehr leid. Aber ich glaube, der erste Part, da ist es nicht so schlimm, wenn das lang geht, ne? Hallo, kannst du bitte hier rüberkommen? Und dann werden wir ihr nämlich ein, ja, hallo, Oliane. Wir werden ihr ein Feuer kaufen, damit sie den Fisch dann grillen kann. Und ja, damit sie dann ein bisschen essen kann. Sie wünscht sich nämlich jetzt auch ein Herd zu kaufen, aber der wird nicht funktionieren. Denn sie hat keinen Stromanschluss. Obwohl, ich glaube, es gibt auch Gasherde, meine ich. Fällt mir gerade so ein. So, wir spulen jetzt mal schnell vor, dass sie hoffentlich jetzt hier auch gleich einen Fisch fängt. Bitte. Weil sonst sieht das nämlich schlecht aus für die liebe Katie. Okay, sie hat Level 2 der Angelfähigkeit erreicht, was sehr gut ist. Die Fische scheinen hier zu clever zu sein. Du versuchst das jetzt bitte nochmal. Du angelst jetzt hier... Na, nee, ich dachte, du könntest jetzt mit der angeln, aber nein. Okay, angel weiter. Du musst jetzt... Oh mein Gott, sie kriegt immer mehr Hunger. Du musst jetzt dringend einen Fisch fangen. Ganz dringend. Sie ist immer noch voll glücklich, was schön ist. Oh, ich dachte, es wäre ein Fisch gewesen. Aber so langsam... Oh mein Gott, sie fängt nur Trash. Oh mein Gott. Teil für Elektrogeräte. Wow, 120 Simoleons. Sehr gut. Das ist schon mal super, weil dann können wir uns vielleicht nämlich ein Feuer und ein Bett kaufen. Ich weiß, ich bin hier sehr optimistisch. Aber, oh Gott, wo soll sie denn von leben? Oh Mann. Ich sehe es schon kommen. Sie schläft heute auf dem Boden. Okay, sie hat einen Goldfisch gefangen. Katie hat das invasive... Was? Hat die invasive Spezies Goldfisch gefangen, die das lokale Ökosystem schädigt? Du leistest einen erheblichen Beitrag zum Artenschutz, wenn du invasive Spezies aus den lokalen Gewässern entfernst. Mach weiter so, das ist ja mega cool. Wow, okay. Ich bezweifle, dass wir ihn essen können. Aufhängen. Ich kaufe uns mal eben das Feuer. Feuer, Feuer. Feuer. Hauptsache groß geschrieben. Feuer! Okay. Welches ist das günstigste? Das Geschenk des Feuers. Aber kann man da auch drauf grillen? Ich hoffe so sehr. Oh mein Gott, ich habe ein bisschen Angst. Ich weiß nicht, ob man da drauf grillen kann. Aber ich meine, es ist schon ein preislicher Unterschied, ne? Oh, bitte schlachtet mich nicht, wenn das falsch ist. Oh mein Gott, ich habe ein bisschen Schiss, dass ich jetzt hier Scheiße gebaut habe. Okay, zünde das mal eben an. Bitte, 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 bitte. Bitte, 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 bitte. Okay. Okay, sie brennt. Okay, alles gut. Du sollst es... Okay. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Scheiße. Wie kann man denn so dumm sein wie ich? Okay, nochmal. Immerhin haben wir noch 76 zurückbekommen. Das war ja fast der Preis, den wir bezahlt haben, oder? Ja, okay, wir haben 95 bezahlt. Okay, ich hoffe, dass wir jetzt dann... Shit. Wenn du in diesem Lager solltest du einfach alles geben, damit die Töne... Das ist ja auch nur ein Feuer. Shit, warum ist denn das so teuer? Oh mein Gott. Was machen wir denn jetzt? Kochtopf? Oh nee. Ist nur Deko. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Okay, wir brauchen 450 Simoleons. Wie sollen wir denn jetzt an 450 Simoleons kommen? Wisst ihr, was wir machen? Wir gehen jetzt einfach in einen Park. Gehen einfach hier so an so einen Strand. Und hoffen, dass irgendwer, weiß nicht, da was zu essen stehen gelassen hat oder so. Oh mein Gott. Leute, das ist ein herrlicher erster Part. Oh Mann, ey. Das kann doch nicht wahr sein. Das kann doch nur mir passieren. Okay. Hier sind wir. Oh, vielleicht können wir unseren Fisch hier grillen.
Oh, wir können uns ja was kaufen. Aber das finde ich irgendwie doof. Ich möchte nichts. Kann ich nicht meinen Fisch grillen? Ich möchte gerne meinen Fisch grillen. Wahrscheinlich kann ich meinen Goldfisch nicht grillen. Nein! Oh! Okay, das war ein Fail. Ich lasse sie das jetzt braten. Wir tun einfach so, als hätte sie das von Veya geschenkt bekommen. Wir können hier auch diese Falle übrigens benutzen. Da kann man dann auch Fisch drin fangen, was sehr gut ist. Und ja, in diesem Sinne, in diesem wunderschönen Rauch hier. Wow, woher hast du das Pfeffer? Hast du es von zu Hause mitgenommen? Das Pfeffer, den Pfeffer. Ja, in diesem Sinne werde ich dann, ja, dann ist jetzt halt auch einfach, ne? Werde ich dann den Part auch beenden. Hier geht es schon sehr, sehr schlecht. Wir können sie auch einfach hier irgendwo, wir können sie ja hier, kann sie da schlafen? Ja, wir können sie hier einfach auf so einer Matte, also auf so einer, wie heißt das denn, auf einem Handtuch schlafen lassen. Das ist sehr gut. Naja, ich hoffe auf jeden Fall sehr, ich drücke mal eben auf Pause und mache dann mit groß. Ne? Ich hoffe auf jeden Fall sehr, dass euch dieser erste Part gefallen hat und dass ihr Lust auf dieses Let's Play habt und all das, was dieses Let's Play noch zu bieten hat. Ihr seid hier auch wieder ein riesengroßer Part. Also ihr entscheidet auch, was wir machen können, sollen, tun, müssen, wie ihr möchtet. Ich glaube, ich werde jetzt noch einen Part aufnehmen, weil es mir einfach super viel Spaß gerade macht und ich nicht aufhören kann zu spielen. Ich werde dieses Video aber schneiden, dass es heute das Video wird für Samstag, sodass ihr mir da auch schnell neue Anregungen geben könnt. Keine Sorge, die anderen Let's Plays gehen auch ganz normal weiter. Ich wollte einfach jetzt noch so ein bisschen frischen Wind hier reinbringen. Und ja, wie gesagt, ich hoffe sehr, dass euch dieses Video gefallen hat und dass ihr Spaß hattet. Und dann wünsche ich euch jetzt noch einen wundervollen Tag und wir sehen uns dann im nächsten Video wieder. Bis dann. Tschüss.